unser Schöpfer ist und sich jeden von uns einmalig ausgedacht hat. Wir kommen zusammen im Namen von Jesus Christus, der unser Bruder geworden ist, uns zeigt, was Menschsein heißt. Und wir kommen zusammen im Namen des Heiligen Geistes, durch den Gott uns nah ist und in uns ist. Liebe noch Konfirmanden und liebe Eltern und Geschwister und Freunde und Omas, Opas, Paten und wen ich jetzt noch vergessen habe, ganz herzlich willkommen zu unserem Konfirmationsgottesdienst heute Morgen in unserer Werkshäuser Kirche. Es ist ein wenig eng, aber dafür ja auch kuschelig. Das liegt daran, dass wir gesagt haben, wir wollen den Konfirmationsgottesdienst mit der ganzen Gruppe feiern. Wir sind ja 10 Konfirmandinnen und Konfirmanden. Bei größeren Jahrgängen haben wir dann mehrere Gottesdienste gefeiert. Aber wir haben gesagt, das ist eigentlich ein schönes Erlebnis, wenn die ganze Gruppe miteinander feiern kann. Das bedeutet, dass Sie nun ein wenig sich näher kommen, aber das kann ja auch mal ganz interessant sein. Also da bitte ich um Entschuldigung und bitte darum, dass wir das auch miteinander aushalten. Das Bibelwort, das uns durch diesen Gottesdienst begleiten soll, das lautet: Ich bin der gute Hirte. Ich kenne die Meinen. Wir haben uns im Konfirmandenunterricht des Öfteren mal mit dem 23. Psalm beschäftigt, den wir auch sprechen werden. Da finden wir dieses Bild von dem guten Hirten, der uns begleitet, ein Bild, wie Gott für uns sein möchte und sich uns vorstellt. Und jetzt freuen wir uns mit euch, wie ihr hier sitzt. Das ist euer großer Tag. Wir haben gestern das Abendmahl miteinander gefeiert. Ihr habt ein Jahr lang darüber nachgedacht, was Glauben für euch bedeutet. Ihr habt alle eine Konfirmandenprüfung erfolgreich abgelegt. Habt in einem Vorstellungsgottesdienst gezeigt, dass ihr verstanden habt, was es heißt, mit Gott zu leben. Und so lasst uns nun miteinander feiern im Namen Gottes. Filmausschnitt mitgebracht aus einem, naja, schon etwas älteren Film. Das ist ein Science-Fiction-Film, also lassen Sie sich mal überraschen. Wir schauen jetzt einen wichtigen Ausschnitt aus diesem Film und vielleicht erkennen Sie ihn ja wieder. Du fühlst dich im Moment sicher wie Alice im Wunderland, während sie in den Kaninchenbau stürzt, hm? Ja, so ähnlich. Ich kann es in deinen Augen lesen. Du siehst aus wie ein Mensch, der das, was er sieht, hinnimmt, weil er damit rechnet, dass er wieder aufwacht. Ironischerweise ist das nah an der Wahrheit. Glaubst du an das Schicksal, Neo? Nein. Warum nicht? Mir missfällt der Gedanke, mein Leben nicht unter Kontrolle zu haben. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich will dir sagen, wieso du hier bist. Du bist hier, weil du etwas weißt. Etwas, das du nicht erklären kannst. Aber du fühlst es. Du fühlst es schon dein ganzes Leben lang, dass mit der Welt etwas nicht stimmt. Du weißt nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter in deinem Kopf, der dich verrückt macht. Dieses Gefühl hat dich zu mir geführt. Weißt du, wovon ich spreche? Von der Matrix? Möchtest du wissen, was genau sie ist? Die Matrix ist allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Selbst hier ist sie, in diesem Zimmer. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst oder den Fernseher anmachst. Du kannst sie spüren, wenn du zur Arbeit gehst. Oder in die Kirche. Und wenn du deine Steuern zahlst. Es ist eine Scheinwelt,
die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken. Welche Wahrheit? Dass du ein Sklave bist, Neo. Du wurdest wie alle in die Sklaverei geboren und lebst in einem Gefängnis, das du weder anfassen noch riechen kannst. Ein Gefängnis für deinen Verstand. Dummerweise ist es schwer, jemandem zu erklären, was die Matrix ist. Jeder muss sie selbst erleben. Dies ist deine letzte Chance. Danach gibt es kein Zurück. Schluckst du die blaue Kapsel, ist alles aus. Du wachst in deinem Bett auf und glaubst an das, was du glauben willst. Schluckst du die rote Kapsel, bleibst du im Wunderland. Und ich führe dich in die tiefsten Tiefen des Kaninchenbaus. Bedenke, alles, was ich dir anbiete, ist die Wahrheit, nicht mehr. Folge mir. Folge mir, sagt Morpheus, und für Neo öffnet sich daraufhin eine neue, eine wunderbare Welt, wo man dann in drei Teilen dieser Filmreihe gucken. Er hat gerade einiges zu hören bekommen, das ihn ziemlich beeindruckt hat. Wie aus der Schattenwelt seiner Träume ist auf einmal dieser Morpheus in sein Leben getreten und hat ihm gerade eine unglaubliche Geschichte erzählt, die wir hier gehört haben. Das Leben, das Neo bisher geführt hat, es ist nichts als Lug und Trug. Lauter schöner Schein ohne echtes Sein, leider. Ein geniales Computerprogramm spielt ihm sein Leben nur vor. In Wahrheit liegt er schlafend in einer Zelle, wo seine Körperwärme als Energiequelle für eine Welt voller Maschinen angezapft wird. Wie alle anderen Menschen wird er in einem künstlichen Koma gehalten und bekommt sein Leben durch die sogenannte Matrix nur vorgespielt, vorgetäuscht. Seine Arbeit, seine Freunde, seine Familie, seine Hobbys, seine Freiheiten sind nichts anderes als Computercode, bewegter Pixel auf seiner inneren Mattscheibe. In Wahrheit ist er nur ein Sklave, ohne ein echtes eigenes Leben. Und dieser Morpheus nun, der hat die Macht, ihn aus der Einbildung, diesem Schlaf zu befreien und ins echte, wahre Leben, an die eigentliche Wirklichkeit zu führen. Alles, was Neo dafür tun muss, ist eine Entscheidung zu treffen. Glaubt er dem, was er gehört hat, und hat er den Mut aufzubrechen und die Wahrheit herauszufinden? Oder hält er das für leeres Gerede, für verrückten Wahn und bleibt lieber in dem Leben so, wie er es kennt und an das er sich gewöhnt hat? Morpheus ist in dem Film Die Matrix der entscheidende Ratgeber, der entscheidende Führer für die Filmgestalt Neo. Die Frage heute Morgen an euch, an uns, an dich ist, wem folgst du? Für welche Pille hättest du dich entschieden, wenn du an Neos Stelle gewesen wärst? Für die rote oder die blaue? Hättest du den Mumm, Morpheus zu folgen? Tatsächlich folgen wir ja ständig alle irgendjemandem. Oder würdest du behaupten, dass es in deinem Leben keine Führer oder Anführer gab und gibt? Glaubst du immer noch und glaubst du wirklich, dass du ein freier Mensch seist, der sich selbst bestimmen kann und darf, was er den lieben langen Tag so treibt? Ständig, wenn wir näher darüber nachdenken, folgen wir anderen Menschen und anderen Stimmen nach. Das sind die ersten Bezugspersonen, denen wir nachfolgen. Das sind unsere Eltern,
Bezugspersonen und es ist ja gut, dass es sie gibt. Ohne sie würden wir die ersten Jahre überhaupt nicht überleben, mal abgesehen davon, dass wir ihnen das Leben verdanken. Unsere Eltern versorgen uns mit Nahrung, trösten uns, pampern uns, bringen uns zur Welt, fahren, gehen mit uns spazieren, kuscheln mit uns, lieben uns. Und sie bringen uns allmählich bei, auf eigenen Beinen durch das Leben zu gehen. Von ihnen lernen wir, wie man das macht, wie man sich verhält, was man so mit sich und anderen anfangen kann und werden dann immer selbstständiger. Und das Verhältnis, das wir zu unseren Eltern und ersten Bezugspersonen haben und wie wir ihnen dann weiterhin nachfolgen, das verändert sich auch. Ich denke, heute ist auf jeden Fall ein Tag dafür, einmal Dankeschön zu sagen für eure Eltern, Großeltern, die Onkel, Tanten, Geschwister, allen anderen, die euch beim Großwerden angeführt und angeleitet haben. Unterwegs, wenn man selbstständiger wird, dann trefft ihr irgendwann auch andere Menschen, denen ihr nachfolgt. Mal mehr, mal weniger. Freundinnen, Kumpel, Erzieher, Lehrerinnen, Betreuer, Pfarrer gehören manchmal dazu. Und hoffentlich zeigen all diese neuen Anführerinnen und Führer euch gute Lebenswege und hoffentlich zeigen sie euch gute Wahrheiten auf. Und hoffentlich habt ihr dann den Mut, ihnen auch zu folgen, damit ihr die Wirklichkeit des Lebens entdeckt, das ja immer sehr viel größer ist, als man sich das selber so vorstellen kann. Daneben gibt es aber auch Anführer in deinem Leben, die etwas versteckter auftreten. Die sind nicht ganz so offensichtlich wie die Menschen, die wir kennen aus Fleisch und Blut. Ein Beispiel dafür, das jeder kennt, das ist die Werbung. Die Werbung sagt uns zum Beispiel, du brauchst unbedingt dieses neue coole Smartphone, um ein echter, wirklicher Mensch zu sein. Oder die neueste Spielkonsole, wo jetzt der Internetzugang auch Geld kostet monatlich, um dazu zu gehören. Oder ganz bestimmte Klamotten und so weiter und so fort. Wir halten es in unserer modernen Gesellschaft für normal, dass Menschen stundenlang am Tag erfundene Geschichten im Fernsehen konsumieren oder in der Scheinwelt des Internets unterwegs sind. Was würden Außerirdische denken, wenn sie uns besuchen? Wir halten unsere Konsumgesellschaft, gegen die ich nicht anreden möchte und der ich selber ein Teil bin, die aber manchmal verrückt ist, wir halten unsere Konsumgesellschaft für die alles bestimmende Wirklichkeit. Und manche Führerinnen und Führer darin erzählen dir die Geschichte, das Wichtigste im Leben seien Spaß, seien Geld, seien Glück, seien Gesundheit und so weiter. Andere erzählen dir das Wichtigste, das sind Leistung, das sind gute Noten, das sind Karriere, dass du parierst. Von wem lässt du dich eigentlich führen, vielleicht auch verführen? Wir gedenken ja in diesen Tagen gerade, wie unser Land sich von einem Großen, der sich so nannte, verführen ließ. Und dann wurden die Konzentrationslager befreit von diesem Wahn. Wem folgst du nach oder wo gehst du hin? Wirst du zu einem Leben in wirklicher, echter Freiheit geführt oder bist du in Wahrheit nur ein Sklave deines Schicksals, deiner Umstände, anderer Meinungsmacher und Autoritäten? Was wäre, wenn dir heute ein Morpheus aus der Schattenwelt deiner Seele begegnete und dir seine Geschichte erzählt, dass die Wahrheit nämlich so ganz anders ist als alles, woran du dich bisher gewöhnt hast? Der Film Die Matrix ist eigentlich ein gutes Gleichnis für das, was wir von Jesus lernen können. Das, was wir gehört haben, vielleicht sowas wie eine Zusammenfassung moderner Form der guten Botschaft des Evangeliums. Jesus selbst kam ja als ein Prophet, als ein Gesandter Gottes in unsere Menschenwelt, um uns von der Wahrheit zu erzählen, die wir scheinbar immer wieder vergessen. Dass die wirkliche Wahrheit, die wahre Wirklichkeit, nämlich sehr viel mehr ist als unser gewöhnliches Leben. Dass die Wirklichkeit des Gottesreich uns umgibt. Dass es dich und mich gibt, auch darüber haben wir nachgedacht, dass auf diesem kalten Planeten im Universum überhaupt Leben entstanden ist, das ist so alles andere als gewöhnlich, das ist außergewöhnlich, dass wir eigentlich beständig
danach fragen müssten, woher wir eigentlich kommen und wer sich all das ausgedacht hat und wohin wir gehen, wenn unsere Zeit hier abgelaufen ist. Jesus sagt uns dieses eine, er sagt, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Deine Seele hat ihren Ursprung beim Schöpfer des Universums. Er hat der Seele, deiner Seele, einen Körper und ein irdisches Leben hier geschenkt, damit du dieses Geheimnis im Laufe deines Lebens ergründest und verstehst. Wir sind aber dazu berufen, dieses Universum in alle Ewigkeit zu gestalten und zu pflegen, wenn unsere Seele diesen Gott findet, von dem wir ausgegangen sind, und wenn wir wieder zu ihm heimkehren. In Gottes Wirklichkeit, da gelten andere Gesetze und Maßstäbe als die, die uns hier manchmal vorgegaukelt werden. Sein Gesetz, das ist die Liebe. Sein Gesetz, das ist der Maßstab, das ist die Barmherzigkeit. Wo wir uns davon bestimmen lassen, wo Seelen sich danach ausrichten, da ist das Paradies. Es kann manchmal schon hier auf Erden sein und hoffentlich ist es dort, wo Menschen sagen, dass sie diesem Jesus nachfolgen. Leider wird uns aber oft auch etwas anderes vorgetäuscht. Aber was ist, diese Frage möchte ich dir heute Morgen stellen, wenn Jesus recht hat? Er sagt, ich bin der gute Hirte. Ich kann dir die Wahrheit zeigen in die Wirklichkeit. Ich bin der gute Hirte und kenne die Wahrheit. Welche Entscheidung triffst du? Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre uns in Jesus Christus. Wir werden jetzt die Konfirmandinnen und Konfirmanden in Zweiergruppen immer, so ist es hingekommen, nach vorne rufen, werden die Konfirmationsverse verlesen und sie dazu auch einsegnen. Ich bitte Norbert Bontjes nach vorne. Und ich David Hilden. Norbert, du hast dir den Konfirmationsspruch ausgesucht. Gott sagt, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich durch meine Gerechtigkeit. David, du hast dir ausgesucht, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Norik, Damon, Gott schenke dir seine Gnade, seinen Geist. Er sei Stärke und Schutz vor allem Übel, er sei Kraft zu allem Guten, dass du bewahrt wirst zum ewigen Leben, er sei gesegnet. Jasmin Dahan. Darlene Engel. Jasmin, dein Konfirmationsspruch. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Darlene, dein Konfirmationsspruch. Gott sagt, niemals werde dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Empfang Gottes Segen. Jasmin, Darlene, Gott schenke dir seine Gnade, Schutz und Schirm vor allem Argen, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du bewahrt wirst zum ewigen Leben. Amen. Thank you.
Du hast recht. Meine Tasche. Jonas, dein Konfirmationsspruch. Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Mike, dein Konfirmationsspruch. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Jonas, Mike, empfangt den Segen Gottes. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, schenkt dir seine Gnade. Er sei Schutz und Schirm vor allem Übel, er sei Stärke und Kraft zu allem Guten, dass du bewahrt wirst zum ewigen Leben. Amen. Marlene Dittrich. Vanessa Klemm. Marlene, dein Konfirmationsspruch. Sei fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet. Dein Konfirmationsspruch, Vanessa. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Guten. Marlene, Vanessa, empfang den Segen Gottes. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, schenke dir seine Gnade. Schutz und Schirm vor allem Übel, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du bewahrt wirst zum ewigen Leben. Amen. Emily Martin. Luisa Sturm. Emily, dein Konfirmationsspruch. Denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Luisa, dein Konfirmationsspruch. Nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Emily, Luisa, empfang den Segen Gottes. Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, schenke dir seine Gnade. Der Schutz und Schirm vor allem Übel, Stärke und Hilfe zu allem Guten, dass du bewahrt wirst zum ewigen Leben. Amen. Liebe Konfirmierte, im Namen des Kirchenvorstandes möchte ich euch allen ganz herzlich gratulieren. Ihr habt jetzt ein Jahr zusammen verbracht, habt viele gute, vielleicht auch nicht so gute Stunden zusammen erlebt und habt euch Gedanken über den Glauben gemacht. Es liegt jetzt in eurer Verantwortung, wie ihr damit umgeht. Niemand kann euch vorschreiben, wie ihr es künftig mit der Religion halten werdet. Aber ihr könnt auch niemanden mehr vorschicken, um zu erfahren, ob der Glaube trägt. Es ist der eigene Weg, den ihr ab heute gehen müsst. Manchmal gibt es Umwege, aber es liegt in eurer Hand, den richtigen Weg zu suchen und zu finden. Ich bin ganz sicher, dass ihr euren Weg finden werdet. Ab jetzt macht ihr ja auch einen Schritt Richtung Erwachsensein. Immer mehr werdet ihr selbstständiger und findet nicht nur im Glauben,
sondern auch in eurem Leben euren eigenen Weg. Dafür wünsche ich euch alles Gute. Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich euch allen auch noch im Namen vom Kirchenvorstand und von allen, die in der Kirche Mitarbeitenden ausrichten, für eure super gute Mitarbeit in den Gottesdiensten. Es war ganz toll, wie ihr das ganze Jahr über hier mitgeholfen habt, euch engagiert habt und es war immer Verlass auf euch. Also dafür ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Nun wünsche ich euch allen mit eurer Familie und euren Lieben eine ganz tolle Feier, einen wunderschönen Tag, an den ihr euch immer gerne zurückerinnern werdet. Das wünsche ich euch. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute. Ja, ich würde euch noch einladen, aufzustehen. Das ist nämlich auch für die ganz, ganz hinten sitzen echt vom Anblick. Konfirmierten, Familien, Anwesende, hoffentlich jetzt Thomas Vater und Onkel. Der Vorstellungsgottesdienst bei euch lief ja unter dem Motto Bild dir deine Meinung. Das ist ein tolles Motto, was für ordentlich Gesprächsstoff sorgen kann. Und früh übt sich, schon im Kleinkindalter habt ihr sehr bestimmt eure Meinung kundgetan. Ob im Supermarkt, an der Kasse, weil man diskutieren musste, dass ihr euch ja schon bereits mehr als einen Teil ausgesucht hattet. Oder vielleicht bei einem gemeinsamen Mittagessen, weil es einfach nicht geschmeckt hat. Auch im Kindergarten musstet ihr feststellen, dass alles manchmal anders läuft, wie ihr es euch vorgestellt habt. Kompromisse wurden geschlossen, damit jeder zufrieden war. Auch hier habt ihr euren Meinung stark verteidigt. Und das ist auch gut so. Und wir können euch alle versichern, dass das niemals aufhören wird. Manchmal werdet ihr feststellen, dass Meinungen nicht immer Meinungen sind. Und auch, dass es manchmal besser ist, sie runterzuschlucken. Zum Erwachsenwerden gehören einfach verdammt viele Meinungen, aber auch Erfahrungen. Damit das Leben sich nicht ganz so fürchterlich traumatisch anhört, habe ich noch sogar Kleinigkeiten. Wenn ihr jetzt gleich mal einen Blick in die Gesichter eurer Eltern werft, werdet ihr feststellen, dass ich mit dem einen oder anderen vielleicht recht habe. Also, vielleicht sagen euch diese Punkte einfach mal, wann ihr vielleicht wirklich erwachsen seid. Und zwar, wenn im Kühlschrank mehr Essen steht als Getränke. Du um 6 Uhr morgens aufstehst und nicht erst ins Bett gehst. Deine Freunde heiraten und sich scheiden lassen, anstatt miteinander zu gehen und wieder Schluss zu machen. Oder deine Urlaubstage sich von 12 Wochen auf 30 Tage reduzieren. Vielleicht auch, wenn du dich nicht mehr daran erinnern kannst, ob McDonald's 24 Stunden geöffnet hat. Oder dir auf der Couch zu schlafen extreme Rückenprobleme bereitet. Und der Satz, ich rühre nie wieder einen Tropfen Alkohol an, ersetzt durch, ich kann einfach nicht mehr so viel trinken wie früher. 90% deiner Zeit vor dem PC verbringst, um tatsächlich zu arbeiten, und du diese Liste dir irgendwann mal ganz fanatisch reinziehst und nach einem Punkt suchst, der nicht auf dich zutrifft. Ich sage dazu nur, herzlich willkommen mitten im Leben und der Weg ist das Ziel. Immer leicht. Und wer sagt, dass wir jetzt bitte.